Moin Leute und willkommen zurück zu Jet Racing Extreme! Ja, ganz genau. Ihr seht aber schon, eine Sache wollte ich kurz anmerken. Wie ihr mal kurz ihr sehen könnt, wir sind ja schon fast durch. Zumindest haben wir schon 4 von 7 Rennen, die es zu Rennen gibt. Und dementsprechend habe ich eine Sache mir überlegt. Erstmal gehen wir natürlich in das erste Rennen rein. Und zwar zu Forscher. Ich habe mir eine Sache überlegt, denn wenn wir dann mit dem Spiel durch sein sollten, das Spiel ist ja Early Access, dementsprechend ist es gar nicht mal so schlimm, ne? Ist ja immer so bei Early Access, dass es immer ein bisschen dauert, bis da neuer Content nachgeworfen wird. Falls dem nicht so sein sollte, bevor wir hier fertig sind, dann spielen wir einfach irgendwie Trackmania oder sowas. Da habe ich auch noch was im Regal stehen. Da habe ich sogar tatsächlich eine Retail-Version von Trackmania. Dementsprechend könnten wir uns da noch ein bisschen vergnügen, denn es ist ja eigentlich sehr ähnlich. Dementsprechend wird sich da wohl keiner drüber aufregen. So. Haben wir schon? Das hatten wir schon. Das hatten wir ja schon. Ich bin ein Trottel. Offizieller Trottel. Okay. Dann haben wir sogar noch weniger als Platz. So, Forscher hatten wir dann doch schon. Dann müssen wir jetzt Schlucht machen. So. Soll mich ja nicht stören. Soll mich ja überhaupt nicht stören. Hatten wir Schlucht schon? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten es schon angefangen, oder? War dem so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, schauen wir mal. Wir sehen mal kurz rein. Wenn das so ist, dann machen wir das letzte Level und dann ist gut. Okay. Schlucht. Kommt mir nicht bekannt vor. Okay. Dann kannst du ja losgehen. Okay. Ich drücke erstmal voll durch. Ist eine sehr, sehr schöne Idee, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat von dem... Alter! Was war das denn? Wenn man gar keine Ahnung hat von der Strecke. Wir sind schon bei 500 km/h mittlerweile. Oh Gott. Oh, shit. Hui. Erstaunlich, dass unser Fahrer da noch drin sitzt. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch fahren, oder? Ich kann zumindest noch lenken. Ich habe schließlich noch ein Reifen, die ist mir noch geblieben, okay? Ein Reifen! Guck mal, ich kann noch lenken. Sehr herrlich. Okay. Neustart. So, vielleicht mal ein wenig entspannter jetzt fahren. Sagte er und drückt auf den Boost. Okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss halt nur diese eine Kurve da ein bisschen abbremsen wahrscheinlich. So. Aber bisher sah das ja eben schon ganz gut aus. Da kann ich ja eigentlich in dem Stil so bleiben. Und jetzt mal ein bisschen abbremsen hier. Aber mit 270 km/h sollte das ja möglich sein. So. Jupp, das ist es auch. Brauche ich den Sprung? Jupp. Den brauche ich, den Sprung. Okay. Gut. Man muss ja erstmal ein bisschen sich die Strecke so ein bisschen eingrooven. Ne? Man muss erstmal wissen, was man hier... Ein bisschen was hier Tacheles ist, ne? So, ganz entspannt. Also einfach noch eine Runde. So, hier durch. So, jetzt muss ich schon wieder abbremsen. Ja, natürlich. Erstmal ein Boost-Teil abgeflogen. So, jetzt muss ich schon ein bisschen wieder reindrücken. Oh, Gottes Willen. Ich mache mal ein neues Spiel. Ich mache einfach mal ein neues Spiel. So. Okay. Gut, Boost muss ich nicht unbedingt geben eigentlich, aber ist ja auch Wurst. So. Hauptsache, wir machen ein bisschen, wir sprinten ein wenig los und vor allem darf uns nicht wieder das Boost-Teil abfallen, weil mit einem einseitigen Boost möchte ich jetzt ungern fahren. So, das sieht schon mal gut aus. So, ich bin jetzt bei 330. Das sollte eigentlich klappen für die... Oh, ist schon knapp. Und jetzt Boost. Hab ich's? Ja, sehr gut. Und es sind nur alle Reifen kaputt gegangen, aber es funktioniert. Aber es funktioniert, habe ich gesagt. Da vorne ist der Checkpoint. Okay. Okay, es zieht auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad an. Das finde ich schon mal schön. Das gefällt mir. Aber dennoch, es ist, ja. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Man muss sich erstmal ein bisschen eingrooven. Ich spiele das ja auch nicht am Stück, sondern halt immer alle 5 Tage. Dementsprechend bin ich natürlich immer ein bisschen aus dem Saft. So. Aber soll natürlich überhaupt keine Ausrede sein. Das ist natürlich trotzdem hier alles machbar. So. Und Boost! Oh shit. Ich weiß manchmal nicht, ob es an mir liegt oder auch daran, dass das Gefährt sich plötzlich mal entscheidet, 180 Grad Drehung zu machen. Wahrscheinlich liegt es an mir.
Ich sollte vielleicht ein bisschen bremsen. Okay, one more try. Das war ja unglaublich heroisch, würde ich schon fast sagen. Episch schlechthin. Man sollte einen Blockbuster draus machen. Ein Buch schreiben. Oder einfach nur ein Video auf YouTube. Und dazu nichts sagen. Okay, weiter geht's. So. Jetzt wieder aufpassen, die Kurve nehmen. Okay, okay. Na, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, schöner Sprung, aber... Ah, das war okay, das war gut. Okay, jetzt nicht beschleunigen, ganz ruhig bleiben. Alter, Alter, nimm die Kurve, du Sau! Oh Gott, das will... Oh Gott! Hui, mal sehen, wie weit wir noch kommen. Habe ich überhaupt noch... Ich habe noch einen Antrieb, den höre ich zumindest noch. Aber ich kann kaum lenken. Okay, aber der Antrieb ist noch vorhanden, das heißt, ich könnte eigentlich es noch schaffen. Ich könnte es hinkriegen. Unter Umständen möglicherweise. Oh, was sehe ich denn da schon wieder? Was sehen meine müden und traurigen Augen denn da? Da waren wir schon, ne? Das war ja die vorige Strecke, glaube ich. Oh, was ist das denn? Alter! Was war das denn für ein Arsch? Wer... Natürlich! Wäre ja zu schön gewesen, hätte es geklappt. Ah. Okay. Ich hasse diese Leute. Ich meine, was fällt denen denn ein? Hier ist irgendwie, keine Ahnung, was das ist, irgendwie ein Raketenexperiment, wo man einfach eine Turbine hinten an ein Auto dran geklatscht hat. Und da denkt sich der Typ, ach, das ist bestimmt eine gute Idee, wenn ich mich da voll in den Weg stelle und meinen Einkaufswagen über die Straße gehe. Ich meine, was ist denn los mit den Leuten? So. Sehr gut. Och, guckt euch den Sprung an. Das ist doch prächtig und herrlich. Genauso muss das. Oh Gott. Nein! Wie sagt man das nochmal? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben? Ich glaube schon. Ich meine schon. Aber ich will diese Strecke heute schaffen. Und am besten die nächste auch noch. Dann könnten wir nämlich beim nächsten Mal dann schön einen glatten Schnitt machen zu Trackmania. Weil das wäre jetzt eigentlich genau mein Plan gewesen, dass wir dann beim nächsten Mal Trackmania durchziehen. Ich guck mal. Wir gucken mal, wie gut wir heute uns anstellen, beziehungsweise ich mich anstelle und... Gott, das wird bestimmt nichts. Also mit der Einstellung wird das ja gar nichts. Hui! Okay. Gebt mir noch einen Versuch. Dann machen wir die nächste Strecke, okay? Tut! Okay. Einen Versuch noch, dann machen wir die nächste Strecke. Keine Sorge. So, nur ein bisschen Konzentration. Ein bisschen Geschwindigkeit brauche ich ja schon. Damit ich nicht gleich noch so viel Boost geben muss. Ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. 300 sollte in Ordnung sein für die Kurve. Ja, na, sehr gut. Jetzt Boost. Ja, perfekt. Oh, bisschen zu lang. Oh Gott. Willst du mich eigentlich... Haben wir eigentlich noch irgendein Antriebssystem hier dran gerade? Ja, wir haben das hier. Hui! damit könnte man echt noch zum Checkpoint kommen. Moment. Der ist nicht weiß. Es ist möglich. Oder ich mach einfach den. Weißt du? Ich kann mich nicht mehr drehen. Ich glaube, der kann sich so bald nicht mehr drehen, solange man nicht auf dem Rücken liegt oder auf der Seite, schätze ich mal. Das war natürlich doof, aber gut zu wissen. So, okay, jetzt noch ein Versuch, okay? Ein Versuch noch. Muss ja nicht gleich hier rummeckern und rumnögeln. Mensch, Mensch. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig, mein kleiner Panda.
Oh Gott, das... Da, da, da. Ja, ist ja gut. Ein Versuch noch. Ich will immerhin einmal zum nächsten Checkpoint kommen. Einmal. So. Okay. Nach dem Versuch wirklich, weil dann haben wir wirklich die Hälfte des Videos, des einen, dann die andere Hälfte machen wir den anderen. Also die andere Strecke ist, denke ich, akzeptabel. So. Ruhig. Ruhig. Ruhig, hab ich gesagt. Okay. Perfekt. Sehr schön. Man muss nur ein bisschen Ruhe bewahren, ne? Jetzt lass dich einfach mal ausrollen hier. Noch schön die Kurve nehmen. Das war doch ein Explosionsfass. Warum ist es nicht explodiert? Also freut mich, aber wundert mich ein wenig. So, jetzt können wir uns natürlich auch wesentlich besser hier akzelerieren. Ich weiß nicht. Wir können auf jeden Fall wesentlich besser jetzt hier lenken. Nein! So viel dazu, würde ich mal sagen. Das war der Boost. Aber die Reifen funktionieren noch gut. Das gefällt mir. Jetzt haben wir nur noch Boost auf einer Seite, aber es ist nicht schlimm. Hauptsache, der Typ geht mir jetzt nicht auf den Sack. Wuppa! Hast du gedacht? Ja, hat er gedacht und hat er auch gemacht, offensichtlich. Aber... Ich habe noch einen Antrieb. Ich habe noch einen Antrieb. Wartet, wartet, wartet. Kann man diese eine Achse da abfliegen? So. Ich habe noch einen Antrieb. Es ist noch möglich. Never gonna give you up. Ach, shit. Och, Mann. Ja, was ist denn dein Problem? Alter. Was will der denn von mir? Ich hab dir noch nichts getan. Fahr ich hier durch sein Einzugsgebiet oder was? Och, Mann. Okay. Okay, okay, ist ja gut. So, so, dann schauen wir uns mal das hier an. Was haben wir denn hier? Wieder eine Autobahn, wie mir scheint. Autobahn! Da kann man Auto fahren! Mit dem Autoclan, okay. Konzentration. Habe ich die nicht schon mal gefahren, die Strecke? Kenne ich die nicht schon? Egal, Full Speed. Oh. So viel dazu. Also eins muss man im Spiel lassen. Die Überschläge sind ziemlich cool. Deswegen lasse ich die auch immer auch schön auslaufen. Kann ich noch fahren? Ja, aber nur im Kreis. Okay. Neu. New Gamer. New Gamer. Okay, go, 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 go. Warum auch immer das T davor steht, ich weiß es nicht. So, erstmal ist eine kurze, enge Kurve. So. Ich meine, ich hätte die Karte schon gespielt, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, ach, war das vielleicht die Karte, die ich ganz am Anfang gespielt habe? Als ich das Spiel ausgetestet habe? Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Oh nee, nee, ist auf jeden Fall nicht. Das kenne ich nicht. Whee! Yeah! To space! Und tot. Okay. One more time. Wie? Hier war ein Checkpoint? War hier ein Checkpoint? Oh, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Oh, was war das denn? Was war das denn? Warum? Okay. Nochmal. So. Nee, also es gibt auf jeden Fall... Es war noch eine Karte hier, die in dem gleichen Stil war oder im gleichen Ort. Ich weiß es nicht. Wo bin ich hier? Aber da ist man der Kurve weitergefolgt und nicht hier auf die Prärie geschickt worden. Hui! Oh, schaffe ich das? Es ist möglich. Hey, ich habe den Checkpoint bekommen. Herrlich.
Alter, der fährt noch. Ich kann auch linken. Warte, ich kann auch den hier machen. You spin my head right round, right round. Ich muss aber sagen, es läuft momentan so erstaunlich gut, dass man das echt noch schaffen könnte hier. Ich bin wirklich erstaunt von meinen Fähigkeiten momentan. Okay. Großer Sprung, ich komme! Ja! Was? Ich habe den Checkpoint nicht bekommen? Wie unfair! Ich bin doch voll drüber geflogen. Ich bin doch voll drüber geflogen. Was ist das denn? Okay, ich nehme mal keinen Boost. Ich bin ja viel zu krass gerade abgehoben. Ich fahre einfach mal geradeaus drauf zu jetzt. Könnte reichen. Nee, das ist auch schon zu viel. Das ist auch schon viel zu viel. Aber ich könnte genau auf den Tunnel landen. Autsch. Und durch ein Wunder... Das bewegt sich noch. Sag mal, willst du mich flachsen? Wir können es doch schaffen. Rudi, bleib da drin. Pass auf dich auf. Oh, der arme Rudi. Der arme Rudi. Kann er auch darüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Checkpoint ist. War der nicht da vorne? Ist der nicht hier? Ich will den Checkpoint unbedingt haben. Das wäre schon ziemlich cool, wenn wir den damit bekommen würden. Warte. Genau, so ein bisschen drehen jetzt. Ach du Heilige. Drehen habe ich gesagt. Ja, okay, so ist auch in Ordnung. Alter, der arme Rudi. Was tun wir ihm an? Jetzt muss ich mich wieder drehen, das ist doof. So. Mann. Komm schon. Ich will das hinkriegen jetzt. Oh Gott! Es lief so gut! Es lief doch so gut! War hier überhaupt ein Checkpoint? Ich weiß es nicht. Ja! Hab ich den? Nein, hab ich nicht! Da war gar kein Checkpoint, glaube ich, oder? Ich lebe, da war keiner! Wieso habe ich jetzt wieder Boost gegeben? Ich bin doch auch geisteskrank. Bin auch geistig gestört. Vielleicht reicht es ja so. Vielleicht reicht es ja schon. Ein ganz entspanntes Sprüngli. Ach, guck mal. Perfekte Landung hier. Naja, okay. Halbwegs. Das reicht aus, okay? Und jetzt noch durch den Tunnel. Mit komplett zerstörten Reifen aufgeplatzt. Gar kein Profil mehr. Nur noch auf den Felgen fahrend. Aua. Ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch hin. Es ist noch möglich. Niemals aufgeben. Okay. Hä, der Checkpoint funktioniert nicht. Wie unfair ist das denn? Der Checkpoint funktioniert nicht. Jetzt bin ich aber ein bisschen salzig hier gerade. So, ich war eben bei 300 irgendwas, also müsste das hier eigentlich ausreichen. Das ist auch schon zu viel. Das ist schon viel zu viel. Zieh hoch. Ach Gott. Immerhin den einen Sprung will ich noch hinkriegen. So. Ich glaube, ich muss genau auf 270 oder so sein. Oder 260. So, ich versuche mal jetzt genau diese Geschwindigkeit zu halten. Ich achte jetzt nur noch auf den unteren Balken. Ja. Das ist auch schon viel zu viel. Sag mal, wie langsam meinen die denn, fährt man da drüber? Den Sprung schaffe ich noch. Das mache ich noch. So. Keine Diskussion, das kriege ich noch hin. Nur konzentrieren. Ich gehe jetzt mal auf 200 einfach. 200 müssen ja eigentlich locker reichen für den... Machen wir 220 oder 30. Viel zu langsam. Gut. Dann gehen wir raus. Okay. Aber gefällt mir schon mal gut, das Spiel. Ich muss wirklich sagen, es ist halt Trackmania-like, Trackmania-Style.
Mehr Spieler? Stimmt, ich wollte noch mehr Spieler gucken. Nee. Ich glaube, das sind im Endeffekt die gleichen Karten, nur halt gegen andere. Ich weiß es nicht. Zumindest kann man sich das Spiel auf jeden Fall mal anschauen, wenn es nicht mehr im Early Access ist, weil das ist ja momentan noch relativ wenig Content, was hier noch existiert. Aber dann gehen wir jetzt einfach beim nächsten Mal zu Trackmania rüber. Das ist ja an sich ein ähnliches Spielprinzip, eigentlich genau das gleiche. Auch so sehr stuntlastig, sehr, wie heißt denn das? Arcade-lastig, wenn man so möchte. Dementsprechend würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in 5 Tagen wieder, ne? In 5 Tagen, ja. Sehen wir uns wieder bei Trackmania dann. Und wie immer, bye bye. Tschüss und bis bald.